Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und während ich mit meinem Araber Pinto jetzt noch ein bisschen Geld verdiene, denn wir haben ja noch 2000 Schillinge Platz, denn wir wollen ja mal wieder ein bisschen uns Starcoins sparen. Und deswegen gucken wir halt, dass wir so ein bisschen Starcoins in der Richtung sparen und gehen am besten sowas auf die Starshine Ranch. Denn die 90 Schillinge, gerade für die Tiere, nimmt man natürlich immer gerne mit. Aber worüber wollen wir heute reden? Wir reden über die Goatland Ponys und was man so im Trailer gesehen hat. Und das war nämlich einiges, was mir am Anfang gar nicht so aufgefallen ist. Und dafür gucken wir, bevor wir hier nämlich weiter uns die Sachen suchen, gucken wir einfach direkt nochmal in den Trailer rein. So, hier sehen wir den Trailer und hier sehen wir nämlich schon, dass die Goatland Ponys nämlich ein anderes Zaumzeug haben und das nämlich ganz danach aussieht, so ein bisschen in die Richtung von dem Zaumzeug, was auch die Friesen aktuell tragen. Deswegen war die Spekulation von vielen Leuten auch so da, hey, können die Goatland Ponys vielleicht so das Zaumzeug von den Friesen tragen? Also ich habe viele Spekulationen gesehen, die auch sagen, okay, das ist sogar teilweise das Zaumzeug von den Friesen. Und ich bin da nicht so ganz sicher, aber es wirkt auf jeden Fall, als hätten sie das Zaumzeug von der Generation auf jeden Fall drauf. Also es sieht hier, bei dem hier kann man nämlich sagen, das sieht nämlich bei dem Pony nämlich ganz schwer nach der Richtung aus. Und wir gucken nochmal, ob man das bei den anderen vielleicht ein bisschen besser sehen kann. Auf jeden Fall ist es Zaumzeug, was genau in diesem Stil ist. Es ist halt nicht genau, wenn man hier mal von vorne guckt. Bei denen sieht man das leider nicht so genau, weil man das irgendwie nur bei dem einen so wirklich gut sieht. Also es ist, wir gucken uns das nochmal genauer an, bei dem einen hier sieht man das nämlich. Das könnte sein, man sieht das halt leider nur ein bisschen entfernt, dass die Goatlands das Zaumzeug der Friesen tragen können. Und da bin ich jetzt mal gespannt, nämlich auch darauf, was ihr vermutet. Denkt ihr auch, das ist das Zaumzeug der Friesen? Werden sie vielleicht ein eigenes, uniques bekommen, was sozusagen auch so ein bisschen hier vorne bei den ersten mitzusehen ist? Und man sieht es halt leider immer nicht so hundertprozentig gut genug. Dafür ist es doch dann doch halt immer in dem Trailer immer recht kurz gemacht. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt, wie ihr das Ganze seht. Und wir suchen währenddessen mal ein bisschen weiter nach unseren rumlaufenden Schillingen hier. Aber, also ich bin wirklich gespannt, ob sie das Zaumzeug der Friesen tragen können. Weil mir gefällt das Friesenzaumzeug wirklich sehr, sehr gut. Und wäre dann übrigens sehr lustig, wenn sie wirklich das komplette Zaumzeug der Friesen tragen können, dann könnten sie ja theoretisch auch diese Spikes tragen. Das wäre auch voll lustig, so ein kleines Pony mit so Stacheln, hätte man so ein kleines Dreihorn-Pony. Oh nein, es ist eine Kuh. Wir laufen kurz ein bisschen weiter. Ach nein, komm, ich nehme die Kuh mit. Oh, immer das, wenn das erste eine Kuh ist, dann ist es direkt schon mal eine schlechte Runde, weil damit braucht man dann immer... Ja, ich dich auch, Kuh. So. Und deswegen bin ich echt gespannt, was ihr dazu sagt. Vermutet ihr, dass sie komplett das... Oh, da drüben ist ein Fohlen. Dass sie das Zaumzeug der Generation Friesen tragen können. Damit werden sie übrigens auch das erste Pferd, was dann eben dieses speziellere Zaumzeug, was wir eben auch bei den Mavaris dann eben hatten, was dann nämlich dann mal ein Zaumzeug, was mit einer Rasse zusammengekommen ist, tragen können. Weil das Mavari-Zaumzeug ist ja auch das erste, was halt so nur für die war. Und wo es dann auch so hieß, ja, erstmal nur. Und damit wäre es das erste Mal dann so, dass wirklich dann man sagen konnte, ja, okay, Sasebe meinte damals erstmals nur, jetzt haben wir das erste Pferd, was dann auch wirklich dieses erstmal nur genauer definiert hat dann. Ich bin definitiv gespannt, ob Sasebe das Ganze dann so reingebracht hat. Fände es ganz cool, weil ich das Zaumzeug von den Friesen gerne auch auf anderen Pferden hätte, das mir persönlich wirklich gut gefällt. Ich brauche nicht unbedingt das mit den Dornen nach vorne bei anderen Pferden. Aber ich fände es natürlich nice, wenn man damit so ein bisschen variieren könnte, dann, wenn das Zaumzeug nicht wirklich speziell immer nur für ein einziges Pferd dann da ist. Ich habe dann ganz gerne, wenn mir ein Set wirklich gefällt,
dann trage ich das dann auf jedem Pferd, was ich dann aktuell reite, bis ich dann halt irgendwas Neues finde, was mir wirklich gut gefällt. Das ist so meine Einmeinung dazu. Also ich würde gerne das Set, was mir aktuell gut gefällt, und das ist eben auch das, was bei den Friesen eben gerade das aktuellere war. Das hat mir wirklich getaugt, auch wenn es sehr, sehr teuer war. Aber ich würde das gerne auf den Goatland Ponys sehen. Und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Haut's in die Tasten. Freut ihr euch, ob das ihr das machen könnt? Denkt ihr überhaupt, dass es so ist? Oder denkt ihr, dass es vielleicht ein eigenes Set ist, was so ein bisschen in diese Richtung geht, aber eben dann doch irgendwie was Eigenes ist? Also ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Meine Vermutung ist, es könnte sein, dass es geht bei Ihnen. Es sieht schon gerade bei dem auf der Brücke, nenne ich es jetzt mal, bei diesem, auf diesem Stamm, wirkt es schon so, als wäre es das Zaumzeug, was man bei den Friesen mit gerade mit diesem Diamanten kaufen konnte. Ich guck mal gerade, ob wir das hier gerade mal drin haben. Genau, also es wirkt eben wie dieses Zaumzeug hier. Was ich jetzt gerade nicht angucken kann, aber genau wie dieses hier wirkt es eben. Das mittelalterliche braun-goldene Hackamore. Und da bin ich wirklich gespannt, wenn das dann wirklich bei den Ponys wäre, ist dann richtig, richtig nice. Dann könnten nämlich auch wirklich halt diese ganze Generation hier an Zaumzeug tragen. Ich finde es nice. Eure Meinung dazu immer gerne in die Kommentare. Ich werde jetzt noch ein bisschen rumreiten und fleißig nach den Tieren hier suchen. Denn Schillinge sind gerade mal wieder aber wichtig. Gerade wenn jetzt ein neues Ausrüstungsmäßiges dazu kommt, dann wäre es natürlich ganz geil, weil wir wissen ja hier, die Sachen sind immer ein bisschen teurer. Wir gucken mal gerade, 9000 Schillinge kostet ein Stück davon. Deswegen gucke ich halt dann, dass ich bis dahin schon mal meine Schillinge auf zumindest die 9000 bringe. Dann spare ich mir nämlich, was spare ich mir? Ich spare mir dann 90 Starcoins. Und hey, das ist fast eine Woche Spielen. Also von daher empfehle ich es euch auch. Sammelt fleißig vorher noch Schillinge, gerade wenn es eben dann noch so ein Ausrüstungsset dazu kommt. Das ist immer praktisch. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, denn es gibt noch einiges zu erzählen, bevor die Goatland Ponys dann finally nächste Woche Mittwoch rauskommen. Und ich muss jetzt nicht, deswegen mache ich schnell die Folge zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.